Hadisa wurde letztes Jahr von Boko Haram verschleppt, doch sie konnte fliehen. Jetzt erzählt sie Menschenrechtlern, was sie und andere Frauen erleiden mussten. Wir wollten uns den Entführern widersetzen, aber sie sagten zu uns, wenn ihr euch nicht fügt, dann erschießen wir euch und werfen eure Leichen in den nächsten Fluss. Mehr als 500 Frauen haben die Terroristen von Boko Haram in den letzten 5 Jahren entführt. Dabei tun sie ihnen meist furchtbare Gräuel an, so eine Untersuchung von Human Rights Watch. Auch die mehr als 200 verschleppten Schulmädchen erleiden schlimme Qualen. Die junge Mutter Hauwa war eine von ihnen. Sie konnte fliehen, berichtet nun von ihrer Vergewaltigung. Ich sagte dem Entführer, er soll mich in Ruhe lassen, ich habe ein Baby. Aber er wollte nicht hören und hat es trotzdem getan. Hilfe im Kampf gegen den Terror von Boko Haram soll Nigeria nun aus Europa bekommen. Beim gemeinsamen Staatsbesuch mit seinem französischen Amtskollegen Fabius erklärte Außenminister Steinmeier, man werde das Land unterstützen. Mit Hilfsprogrammen für traumatisierte Entführungsopfer und mit Sicherheitsmaßnahmen. Offenbar, und das haben wir heute Morgen auch in den Gesprächen mit der Zivilgesellschaft erfahren, ziehen sich die Boko Haram-Kämpfer über die Grenze in die Nachbarstaaten zurück. Und hier ein Grenzkontrollmanagement zu betreiben, dass das verhindert, wäre sinnvoll. Hoffnungen, wonach die verschleppten Schulmädchen bald freikommen, hatten sich zuletzt wieder zerschlagen. Außerdem werden von Boko Haram neue Angriffe auf Dörfer gemeldet. Die Kämpfe im Nordosten Nigerias gehen weiter. Die Friedensverhandlungen zwischen der nigerianischen Regierung und Boko Haram sind offensichtlich vorerst gescheitert. Beim Besuch des deutschen und französischen Außenministers in Nigeria ging es deshalb auch darum, was die beiden Länder im Kampf gegen den islamistischen Terror tun können.